weitere Videos verpassen wollt, drückt gerne auf den Abo-Button, kostet euch nichts und wir sind gerade auf dem Weg zu den 40 Abos. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ey, Hunters, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir wieder Brawl Stars. Wir spielen auf meinem zweiten Account und probieren hier die 10k Pokale voll zu machen. Ich werde euch immer wieder mal die Endgames zeigen. Also jetzt werde ich euch noch das komplette Gameplay zeigen. Bin tot. Stark, ist ja schon mal richtig gut losgegangen. Egal, plus eins. Am Anfang Runde und vor allem, wenn er nicht warm gespielt. Vor allem. Und jetzt werde ich immer euch immer so dieses Endresultat, also wenn ich dann in dem Endgame bin, werde ich euch dann irgendwann später mal zeigen, wenn es zu lang geht oder so, weil wir sind schon 120 Pokale noch von entfernt und es geht schon noch lang. Von dem her. So, Kid, Bo kann ich, Tara und Bo kann ich beide nicht rausnehmen. Und jetzt Squeak. Den Squeak kann ich jetzt allerdings springen. Und ist er dead. Nein, ich bin so dumm. Okay, kurz Chili Vanille machen. Ah, oh, ich bin so dumm. So, wo sind denn jetzt hier die restlichen Gegner? Da oben ist ein Crow. Und ein Hank. Huch. Baum drauf und dann. Oh, ich bin tot. Oh mein Gott, ich lebe noch. Holy shit. So, jetzt kann ich drauf ihn springen. Er kann nichts machen. Und ist tot. Zack. Komm, ich hole erster Platz. Let's go, mit geht. Let's go. Erster Sieg. Let's go. Okay. Star Drop. Selten. Ah, schade. Aber egal, wir haben ja nachher noch den Legendary Star Drop. Das ist ja heute nicht zu vermeiden. Mal schauen, wir sind jetzt bei 3 Minuten, haben schon 2 Spiele gespielt. Mal schauen, war nicht denn der ein oder andere Katz jetzt rein? Oder vielleicht sogar ein Zeitraffer, ich weiß es gar nicht. Ein Zeitraffer an Brawl Stars finde ich jetzt nicht so geil. Solche Cuts, wo dann am Ende des Games dann alles angezeigt wird. Klar, dauert auch lang, aber so habe ich wenigstens nicht allzu viel Videomaterial. So, 5 Brawler leben noch. 4. 3. Okay, die Welle sind nicht. Aber gegen den Kid kann sie nichts machen. 2 Gegner leben noch. Und dann habe ich die Runde auch gewonnen. Stark. 2 Siege in Folge. Let's go. Und die 180 Pokale jetzt mit Kid. Und jetzt sind wir 97 Pokale noch entfernt. Von den 10.000. Jetzt werden wir mal so Stu noch so hoch pushen auf Rang 10 und dann geht's auch schon weiter. Dann haben wir vielleicht sogar auch schon die 10k und dann geht's weiter. Auf dem Marco Reus Account dann nächste Woche wieder auf TikTok im Live.
Livestream. Werden wir dann wieder auf dem Marco-Reus-Account pushen. Heute auf dem OP-Spieler ohne Livestream und dann nächste Woche mit Livestream auf TikTok auf dem Marco-Reus-Account. Scheiße, egal. Schade, egal. 8 Pokale. Jetzt müssten wir 11 noch. 99 noch. Ach, doch. 99. Nee, kann nicht sein. 11. Noch 89 Pokale. Jetzt habe ich's. 89 Pokale und dann haben wir die 10.000. Ich bin so ein bisschen defensiver. Weil ich keinen Bock habe, irgendwie Siebter zu werden und Minus zu kassieren. Wir spielen gut aggressiv. Poco heilt sich safe gleich. Oh, oder auch nicht. So, und dann läuft der Boxer rein und dann ist er nicht tot. Komm her. Okay, hat er gut gemacht. Er hat's links. Aber er ist tot. Let's go. Nicht mehr viele Pokale, Freunde. Nicht mehr viel. Da ist der Bull. Der ein bisschen Lust ist. Go, Platz 3, letzte Platz 1, Bruder, ich bin der Beste. Kappa. Gut, auf Rang 7. Oh, Star Drop, super selten. Powerpunkte. 13 noch. 76 Pokale noch. Dann haben wir es geschafft, Freunde. Dann haben wir es geschafft. 10k auf dem zweiten Account. Oh, los. Ulti, bin tot. Weil ich die Ulti nicht zünden konnte. Weil ich irgendetwas gemacht habe, was ich nicht machen sollte. Das war noch ein sehr, sehr langer Abend. Ich bin so scheiße, Digga. Platz 10. Okay, ich wechsle Brawler. Müssen wir mit Kit spielen. Mit Kit ist OP. Kit ist nämlich OP. Mit Kit spielen, Bruder, wir holen die alle wieder rein. So, Kit. Let's go. Wir müssen defensiv spielen und die Ulti aufladen. Jetzt warte ich, bis der Buster tot ist. Jetzt kann ich auf den Dynamax springen. Bin dort. Sechster. Ey, was ist denn jetzt gerade wieder los, Alter? Wirklich. Digga, Content hoch 10, wirklich. Gerade mal gar nichts. 10 Gems. Komm, Rico. Rico muss doch jetzt klappen, bitte. Würde aber sagen, dass wir auch gleich in die Cuts dann auch reinsteigen, sodass wir uns dann wieder am Ende des Spiels dann, glaube ich, wieder sehen. Oder ich lasse es einfach durchlaufen. I don't know.
ich Galarian Glorious nicht. So unfair. Ich kann nichts machen. 3k Leben. Zwei Schüsse und ich bin tot. Ich muss jetzt auf Cam-Taktik spielen. Ich kann ich schon wieder eine Runde verlieren. Muss jetzt mal ein paar Pokale wieder reinholen. Du bist einmal der Winstreak weg. Das ist so behindert. Jetzt einfach mal der Winstreak weg. Also als ob ich gewusst, als ob ich es gewusst hätte. Ja, was ist der Frank? Bitte Frank, töte für mich den Leon Lurry. Boah, ich kann nicht auch reinlaufen oder so. Jetzt kann ich aus dem Hinterhalt kommen. Er ist tot. Ist der Leon Lurry? Ja, jetzt bin ich halt auch tot. Ja, sein Board ist weg. Jetzt bin ich tot. Och, Ticker, wirklich, dieser Brawler ist so kacke. Das ist so schlimm. Star-Drop, selten. 34, noch 66. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Boah, du hast genau so eine weite Range wie ich. Oh mein Gott, von der Seite von rechts kommt's ja. Ich habe, glaube ich, die bessere Ulti. Ach, denk mal, oh, scheiße, ich schaff's nicht mal. Auf Rang 10, boah, das ist so schlecht, Alter, Mann. Gameplay hoch 10, wirklich. Oh, Digga. Wie gesagt, es wird noch ein langer, langer Abend. Aber ab jetzt werden wir immer einen Cut reinpacken. Ab jetzt. So, da sind wir wieder. Läuft super grad. Platz 8. Bockt richtig. Runde ging voll schnell. Wir spielen jetzt einfach einen Knockout. Knockout, Knockout, Knockout mit Colt. 300. Das wird schon was. Aber jetzt müssen wir mal wieder Plus machen. Das kann nicht sein. Wirklich. Nur am Minus machen. Boah, ich hoffe mal 10k auf einem Account. Boah, ich bin so scheiße. Also ich keinen Bock mehr, Alter, wirklich. In der 13 Minuten aufnehmen, hab kaum Plus gemacht, gefühlt doch schon ein bisschen, aber auch wieder gefühlt alles wieder Minus. Digga, und wieder Larry und Lowry, Digga. Also wer die Brawler spielt, der ist einfach schlecht. Larry und Lowry spielt, ist scheiße. For real. Die sind einfach scheiße, die wohl Larry und Lowry spielen. Da werde ich auch keinen Bock mehr. Zwei Brawler auf den einen Brawler, der zwei Männer spielen kann. Wirklich. So, ein dreckiger Brawler. Komm, Colette ist raus. Und meine Ulti ist komplett scheiße. Brawler. Ach, Digga. Ja. Komm. Komm, let's go. Das sind für die Leute, die Larry und Lowry spielen. So gut ist der Brawler nämlich gar nicht.
Ja, komplett. Und Leonard Lloyd, ich bin ja komplett ernst. Ja, okay. Mann. Also wenn wir die Runde verlieren, Bruder, dann ist alles weg. Colette geht nur auf mich. Stark. Plus 8. 60 Pokale. Oh, spiel mal Duo. Dann wir mal Bass. Der ist auch gut. Das kann ehrlich nicht sein. Das ist auch ein Bass. Und eine Kit. Okay, das ist ja okay, bedroht. Ja, wirklich. Die Lobby sind so gottlos. Kann wahrscheinlich niemals du spielen auf Rang 6. Ich will einfach nur 10k Pokale, Bruder, aber sowas ergönnt ja nicht. Ja, bin ich tot. Ich häng. Bleib an dem Fass hängen. Oder wohin? Rache, Digga. Wieder 10 Pokale plus 540 nochmal. Jetzt sind wir bei 48, 52 Pokale. Sind wir 18 Minuten. Der Henk verfolgt mich jetzt, Bruder. Was ist das denn für einer? Aufpassen. Noch einer. Ich muss jetzt mich voll auf den Ash fokussieren. Das ist Top 4. Irgendwie den Hank dodgen. Bam. 3 und jetzt 2. Warum? Immer diese Fässer, wirklich. Oh mein Gott, mythisch. Und, Bro? Gadget für Bull. Na, aber den ersten mythischen. Bull, jetzt haben wir ein Gadget für ihn. Und Renner.
letzten 43 Pokale vor die 10.000. Fang könnten wir probieren, aber schaffen wir glaube ich nicht. Nee, nee, kriegen wir nicht. Das ist zu stark. Fünf. Clean. Okay, wir müssen jetzt halt voll auf Camping spielen, es tut mir so leid. Aber das wollte ich vermeiden. Ei, plus 6, 8. Noch 35 Pokale. Jeweils Top 4. Ich muss jetzt einfach auf Camping spielen. Oh, es ist so schlecht eigentlich dieses Gameplay, aber ich muss auf Camping spielen. Immer wenn ich aggressiv gespielt habe, habe ich immer verloren. Deswegen ich muss jetzt komplett defensiv spielen. Piper denkt auch, sie könnte mich hitten, aber schafft es nicht. Sechs, fünf. Einer noch? Das ist ein Nani. Nani. Oh. Und das raus. Sich wieder gegen Larry und Lori Diggy. Oh mein Gott, Top 3. Wo ist sie, Shaggy? Mein Gott. Im perfekten Moment gehittet. Let's go! Ja, Platz 1. Und das auch nur wegen Campen, oder? Es tut mir so leid, was ich camp. Aber jetzt die letzten 22 Pokale. Und haben die ja schon erzählt, jetzt du. Vier, ja, uns schon mal. Poco, komm her. Nein, Pell, verpiss dich. Poco. Nein! Digga, wieso gehen denn auch immer alle auf mich? Also wirklich. Egal, plus 10. Letzten 12. Ich habe keinen niedrigeren Brawler mehr als Mortis. Let's go. So, die kennen sich jetzt, glaube ich, erstmal gegenseitig. Boom! Und vier. Einer noch. Let's go! Komm, ich hol Top 1 noch. Ne, Platz 1. Oh, da oben. Bam, bam, bam. Und bam. Platz 1 und die 10K Pokale jetzt. Komm. 153. Und jetzt. Let's go! 10K und 3 Pokale nach 25 Minuten Aufnehmzeit. Und jetzt würde ich natürlich auch sagen, öffnen wir den Legendary Star Drop. Hoffentlich ist was Gutes drin, was ich gebrauchen kann. Hoffentlich ein Brawler oder irgendwas anderes. Ich sage mir, sagen wir öffnen den 3, 2, 1 und öffnen. Hypercharge für Edgar. Auf welches Level habe ich denn gerade Edgar? Oh, auf 10.
Ja gut, das würde ich dann auf das andere Video verschieben. Gut, dann würde ich sagen, war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.